Herzlich willkommen, liebe Buddies, zu einem neuen Horror-Let's Play. Und zwar die Dreadout-Demo. Hier unten könnt ihr es sehen. Und ja, es ist ein kleines Indie-Horror-Game, das momentan als Demo draußen ist. Kommt noch direkt raus. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit der Story. Lange Rede, kurzer Sinn, damit ihr euch das so ein bisschen Bild davon machen könnt. Und ich hoffe, es gefällt euch. So, enter your name. Macht man natürlich. Oh, Comic. Euer Buddy in allen Lebenslagen. Muss mich in die gruselige Atmosphäre hineinversetzen. Ich denke an Slenderman. Slender, The Arrival und andere Games. Scheiße. Mein Handy? Hallo? Keine Angst, das ist nicht euer Telefon, das ist nur im Spiel. Und wir sind erwacht. Ja. Und nach gutem alten indonesisch-asiatischem Vorbild sind wir natürlich ein Schulmädchen mit einem kleinen Schulmädchen-Mini-Rock bestimmt. Ja, natürlich. Irgendwo klingelt ein Telefon. Es kommt von der anderen Richtung. Auch von der Grafik her scheint das schon richtig geil zu sein. Also wenn das rauskommt und die Grafik ist wirklich so, nicht schlecht. Mit E aufheben, also Standard Tastaturbelegung. Wo bist du denn? Bist du okay? Wir warten für dich. Wir sterben. Was ist das denn? Alter! Igitt! Also wir sehen mit unserem Smartphone sozusagen Geister. Die Frage ist natürlich nur, wie entgehen wir ihnen und wie vertreiben wir sie und wie steuere ich das Ganze mit der Kamera? Ah, hier kann ich mit der rechten Maustaste kann ich sozusagen in der Kamera rum... Ah, und Fotos kann ich machen. Gut. Wir haben ein wenig Batterie und wir haben Licht. Mhm. Ein paar nette kleine Mädels. Oh. Wasserspender. Mhm. Sehr nett gemacht auf jeden Fall. Finde ich gut. Wasser können wir nicht trinken. Schade, eine kleine Erfrischung, bevor wir uns hier auf diesen Gruselmarathon vorbereiten, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Warum steht hier eigentlich ein Bett mitten drin in der Pampa? Können wir vielleicht uns ausruhen, Energiereserven auffüllen? Ne, können wir nicht. Wir saßen in diesem komischen Stuhl und haben geschaukelt. So, gehen wir einfach mal weiter voran. Hier ist ja eine Tür gewesen. Gehen wir einfach mal durch. Da steht ja tatsächlich eine. Und hier hinten ist nichts, oder? Gehen wir mal. Wow! Was ist das? Was passiert mit uns? Oh, alles wird dunkel. Eine Geisterfrau. Na, hinter uns nichts zu sehen. Können wir eigentlich ranzoomen? Nein. Können nur Fotos machen. Okay. Hier ist nichts. Hinten steht diese Geisterfrau, aber an die kommen wir nicht ran, weil hier dieser
Zaun komplett drum ist. Also die Frage ist natürlich, warum wollen wir auch in die Richtung der Geisterfrau gehen? Okay. Ich mache einfach mal ein Foto. Das sieht mir aus wie ein schreckliches, enges Gässlein, in dem sich Geister herumtreiben könnten. Aber hier ist zum Glück nicht. Was ist das? Oh mein Gott! Ich habe gar nichts gesehen. Und die Geister haben Angst vor Licht. Gott sei Dank. Scheibenhonig. Was war diese komische Geisterfrau von da hinten? Es wird bestimmt darauf hinauslaufen, dass wir auch im richtigen Spiel dann irgendwann, denke ich mal, auch Energiereserven benötigen. Also so ein paar Akkus oder irgend sowas. Ach, hier ist gar kein Loch in der Wand. Man kann das Loch in der Wand nur hier mit dieser Kameraeinstellung erkennen. Oh! Und es öffnet sich von selbst. Und hier kann man gar nicht durch. Okay. Irgendwo was auf den Dächern oder in den Bäumen, was uns töten könnte oder sonst irgendwas antun möchte. Hinter uns nichts. Avas Dilarang Masuk. Yo. Sag ich doch. Ruhig. Motten. Moskitos. Ach, und die verhindern. Der Moskito verhindert, dass wir die Kamera benutzen können. Weil er uns immer anfliegt. Kann man den nicht töten? Schlag ihn! Geh weg. Ah, der fliegt uns hinterher. Brauchen Mückenspray. Hallo. Kann ich die Kamera irgendwie aus? Kann ich das Licht irgendwie ausmachen? Nein. Ah, jetzt gehen wir aus den Haaren. Meine schönen Haare, die habe ich jetzt erst gemacht. Vor 5 Wochen oder so. Na, flieg mich doch nicht immer an. Ekliges Mückenvieh. Okay, hier ist nichts. Hier ist noch eine Tür. Wow. Will dieses Viech nicht hinter mir haben. Ah, ich wollte es aussperren. Eieiei. Aber es lässt sich nicht aussperren. Habe ich so das Gefühl. Ah, kann man hier rennen? Nein, rennen können wir auch nicht, oder? Doch, ein bisschen. Aber der Herzschlag ist schon wieder da. Ah, jetzt habe ich mich selber eingesperrt. Nein. Ach, Leute. Was macht ihr denn nur? Warum programmiert ihr solche ekligen Falter damit ein?
Oh, ich hab den doch eingesperrt. Mann. Ja, ich höre meinen Herzschlag. Ist ja gut. Und dieser blöde Falter geht mir auf den Keks. Kann man den nicht totschlagen? Jetzt erschlag den doch. Ha! Fotografieren tötet den Falter. Wer hätte das gedacht? Das passiert mir ja auch ständig. Hier ist nichts. Außer, dass irgendwie mein Herzschlag ständig einsetzt. Düdüm, düdüm. Hier ist auch niemand. Noch nicht. Anscheinend. Die Tür kann man nicht öffnen, ne? Hier irgendwas. Durch die Fenster kann man nicht durchschauen. Ah, doch, hier. Okay, das scheint ein echtes Objekt zu sein und kein Geisterobjekt. Vorsichtshalber mal die Kamera auspacken. Okay. Passiert nichts. Den Tisch können wir auch nicht öffnen. Das Licht ist an, die Puppe hängt rum. So, sagt Cheese. Hi. Okay, nichts passiert. Hallo? You. What are you doing here? Ja, was machst du denn hier? Was machst du hier? Hehehe. Who are you? You're not my friend. I don't know, but we have to get out of here. Ah, du bist nicht mein Freund. Oder meine Freundin. Ich lass mich doch nicht verarschen. A ghost. Ja, das ist sie. Come on, follow me. Oh, da hinten habe ich irgendwie eine Hand, glaube ich, durchgucken sehen. Okay, dann folge ich ihr mal. Ich meine, momentan kann ich sie ja wohl schlecht davon überzeugen. Ah! Jetzt verschwunden. Wasser, eine Tür, komische Zeichen, die ich jetzt sicherlich nicht entschlüsseln werde. Oder ist sie hier um die Ecke gerannt? Bah, ist das eklig. Wo ist sie denn hin? Alte Trullerbiene. Ja, das ist das, was hier versperrt wird. Fragt man sich wieder, wie sie da hingekommen ist überhaupt. Hier ist ein alter Pickup-Truck. Garagentür. Ist da irgendwas drauf? Nee. Puh, okay. Vielleicht können wir ja das Auto öffnen und einfach davonfahren. Na, das geht natürlich leider nicht. Können wir hier das, was die Tür blockiert? Nein, können wir auch nicht. Hier ist ein Lichtschalter. Können wir den? Nein, können wir natürlich auch nicht. Licht geht nicht. Alles geht nicht. Blödes Haus.
Komm schon. Hauptsache, hier oben steht keiner. Hier ist nichts. Schwarze Katze. Eine schwarze Katze, die tatsächlich eine schwarze Katze zu sein scheint. Aber die bewegt sich auch gar nicht. Mietz, 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 Mietz. Miau. Miau. Nee. Lässt sich auch nicht wirklich von unserem Blitz beeindrucken. Komisch, Katzen lassen sich doch sonst immer so schlecht fotografieren. Wer wohnt denn hier? Pantura. Ja, wird sicherlich irgendwo bekannt sein. Ich kenne sie nicht. So, das wäre doch ein perfekter Ort, um unsere Fortschritte zu speichern. Und da so ein gemütliches Zimmer hier. Ja, wer hätte das gedacht? Dann gehen wir mal lieber, wa? Blöde Katze. Stehst im Weg. Ist hier unten irgendwas, was wir übersehen haben? An geisterhaften Erscheinungen. Noch eine Tür, die aber nicht aufgeht. Vorsichtig pirschen wir uns das Dach entlang. Aber hier ist nichts. Das waren meine Schritte, oder? Das war jetzt nicht jemand anders. Hier steht niemand. Und hier sitzt auch keiner auf dem Klo. Und die Katze folgt uns offensichtlich nicht. Gut, dass sie nicht von links nach rechts gelaufen ist, das bedeutet ja bekanntlichermaßen Unglück. Was haben wir denn hier? Eine Matratze. Hier können wir nicht durchgucken. Ab und zu hört man dann doch nochmal den Herzschlag. Steuerung ist ein klein wenig ruckelig. Aber Atmosphäre ist auf jeden Fall nicht schlecht von dem Spiel hier. Also wenn wir es... Oh! Was macht sie denn? Steht mit dem Gesicht zur Wand? Das ist meistens kein gutes Zeichen. Ich erinnere mich an Blair Witch Project. Wow, Alter! Interaktion. Wow, wow, wow. Foto. Nein, es hat nicht funktioniert. Was zur Hölle war das? Und warum nimmt sie die Gestalt unserer Freunde an und lässt sich von unserem Blitzlicht gar nicht beeindrucken? Fragen über Fragen. Ah, wir können uns... können steuern. Und da ist ein weißes Licht. Geh nicht ins Licht, lauf weg! Ja, bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, als zum Licht hinzugehen. Ich habe auch keine Kamera, die ich benutzen könnte. Ah, ist doch schon geil gemacht hier. Rennen wir einfach mal aufs Licht drauf zu. Hallo Licht! Ich bin's, Asia... Dingsbums da... Eine Studentin aus Lampukistan. Hallo? Alles in Ordnung? Okay, sie ist weg und wir stehen hier allein in so einem Raum. Schon ein etwas... seltsamer Vorfall. Und ein böses Gelächter dringt an unser Ohr. Und es weint. Und da weint auch, glaube ich, jemand. Hier sehe ich niemanden, der weint.
Hier? Nein. Ein Besen, den nehme ich und verhau die Geister damit. Hier ist nichts. Die Katze ist weg. Das ist kein gutes Zeichen. Auf dem Dach ist alles ruhig. Hier sitzt auch niemand, der rumweint. Oh Mann. Oh Mann. Das kann nicht gut ausgehen. Das kann überhaupt nicht gut ausgehen für uns. Geistergeschichten gehen nie gut aus. Am Ende ist man meistens immer selber ein Geist. Dann gehen wir mal wieder runter, würde ich sagen. Oh. Da unten. Mach mal ein Video davon. Stell mal auf YouTube. Can't leave this place. You are the only one who can get out of this place. You have to get out of here. Take this key and leave now. You have to get out of here. Now you have the key to the main door. Okay, wir sind die Einzigen, die diesen Platz verlassen können. Und ich glaube nicht, dass das wirklich ein gutes Zeichen ist, wenn wir durch die Haupttür rausgehen. Und vor allen Dingen dieses Gebüsch hier vorne ist doch prädestiniert dafür, dass irgendwo jemand rausspringt. Und Kerzenbeleuchtung weiß doch auch nicht wirklich auf was Gutes hin. Ein Friedhof. Kann ich mal ein Foto für das Album, für den Ausflug festhalten. Okay, super. Friedhof. Kann ja auch nirgendwo ein Geist herkommen, weil auf dem Friedhof liegen ja keine Toten rum. Oh, dieses Geschrei. Wo kommt das her? Fuck, Alter. Ich hoffe mal, es kommt nichts von links oder von rechts oder von überhaupt irgendwo her. Immer schön ein bisschen durch die Kamera blicken, dann sehen wir vielleicht, wenn was auf uns zukommt. Oh mein Gott, was hat sie da eigentlich? Ein Iris-Phone. Wenn man das Riss wegnimmt, ist es ein iPhone. Mit einem Iris-Retina-Display wahrscheinlich oder sowas. Shit, ey. Okay, hinter uns? Nein. Immer schön locker durchatmen. Fuck, 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 fuck. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die Demo geht, ob das jetzt zeitlich begrenzt ist oder man bis zu einem gewissen Abschnitt nur vordringen kann. Warum sind hier eigentlich die Gräber, links und rechts übereinander gestapelt. Oh, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, aus welcher Richtung wir gekommen sind. Ich glaube, wir kamen von da und wollten nach dort. Und der Licht, das Licht, was da flackert, ist wahrscheinlich ein Blitz. Ja, ein Gewitter im Hintergrund. Wow, was ist das? Was zur Hölle?
Slenderman mit einem Arm? Und da stehen wieder Kerzen. Ach, ich glaub's doch nicht. Ja, wir müssen uns anscheinend an dieses Ding hinbewegen. Da guckt dein Auge raus, habe ich das Gefühl. Rings um uns herum ist nichts. Und der Blitz macht auch gar nichts, oder? Hallo, lieber einäugiger Slendy-Tubby. Ist hier irgendwas, was man nur durch die Kameralinse sehen kann? Es scheint so. Irgendwas ist hier, irgendwas übersehe ich. Auf dem Boden? Nein. Die Hand? Nein. Das Kleidchen. Muss man die Kerzen vielleicht anzünden? Ah! Ich kann die Kerze mit meinem Blitz auspusten. Kann ich die hier vielleicht anmachen? Nein. Muss ich die Kerzen anfotografieren? Nein. Kann nur die Kerze ausfotografieren. Aber das bringt mir nicht allzu viel. Ein kleiner Hinweis wäre nicht schlecht. Ein kleiner Hinweis, bitte. Hier kann ich absolut nichts machen. Ich kann höchstens mal zurücklaufen. So. Nochmal das Vieh fotografieren und gucken, ob irgendwas sich mit den Kerzen tut. Nein. Die Kerze brennt trotzdem weiter. Okay. Okay, was muss ich tun? Irgendwelche Gräber mit Kerzen? Irgendwelche Kerzen an Gräbern anzünden? Die Kerze vom Eingang mitnehmen? Irgendwas haben wir übersehen. Ah, es ist aber auch schwierig, wenn niemand mit einem redet. Oh, hier ist nichts. Aber am Anfang war eine Kerze, das habe ich ganz genau gesehen. Wow, was ist das denn? Wow. Wow. Ah, Alter. Was bist du denn für ein Vieh? Hau ab. Ah, da sind noch mehr. Igitt. Wo kommt ihr denn her? Hetzlichen Fratzenklatzen. Boah. Das Fotografieren bringt auch nicht allzu viel, habe ich das Gefühl. Doch, jetzt. Ah, geh weg von mir. Weiche, Satan. Ist er tot? Nein, immer noch nicht. Wow.
Boah, wie oft muss man die denn fotografieren? Boah, Alter. Und dem hier, bei dem tut sich gar nichts. Ach, jetzt sind alle drei an. Weil ich jetzt alle drei gekillt habe, oder was? So, und nun verrate mir mal, was ich machen soll. Hier ist doch nichts mehr. Okay, weil ich diese Viecher wegfotografiert habe, kann ich jetzt hier... Habe ich jetzt hier drei Kerzen, die an sind. Mit den Kerzen selbst kann ich aber nichts anfangen. So, da ist dieses komische Viech, was hier hängt. So, gehe ich mal unter die Hand. Passiert gar nichts. Wenn ich dem jetzt direkt ins Auge mal fotografieren würde. Am Ende habe ich einen Haufen Bilder von diesem Ekelvieh auf meinem Handy und krieg's nicht mehr weg. Tja. Ich habe alle Kerzen. Da muss man die vielleicht in einer bestimmten Reihenfolge fotografieren. Die war zuerst an, dann war vielleicht die. Nein. Und dann die. Nee. Was sind das jetzt? Wie viel sind das? Drei, ne? Eins. Zwei. Drei. Das war's auch nicht. Eins. Zwei. Also es braucht aber ganz schön ein Stück, bis da dieser Auslöser dann sich auf den Weg macht. Nichts. Na dann gebe ich doch nochmal mich auf den Weg zurück. Vielleicht ist ja doch noch irgendwo so ein Vieh, was wir übersehen haben. Bin gerade etwas aufgeschmissen. Ach, den Link zum Spiel bzw. zur Demo findet ihr natürlich in der Beschreibung wieder, wie immer. Wenn ihr euch da selber mal hineinbegeben wollt. Ja, und wie immer werden wir dann an der Stelle nochmal versuchen weiterzumachen demnächst. Das Haus ist jetzt weg, oder? Ja. Ich bin immer noch ein klein wenig aufgeschmissen gerade und weiß nicht, wo genau wir hin müssen und was wir eigentlich tun sollen. Die Steuerung ist ja relativ simpel und man hat ja auch nicht allzu viel, was man jetzt tatsächlich tun kann. Wie man sieht, außer zu fotografieren. Ich kann auch nicht hier rüber oder so gehen. Oh, manchmal verschwimmt die Sicht ein klein wenig. So, wir gehen noch mal zu diesem hängenden Typen, der Hanging Man oder was auch immer das ist. Die anderen, die hier kamen, haben wir ja schon besiegt. Dürfte ja nichts mehr passieren. So, mal den Grabstein fotografieren. Vielleicht muss man ihn auch von weiter weg ausknipsen. Oder muss ich alle drei Kerzen auf einmal fotografieren? Dass dann irgendwas passiert. Oder ist hier noch irgendwas versteckt?
Wir werden es nie herausfinden, denn wir hängen für immer fest in der Zwischenwelt. Welt, Welt. So, mal gucken, ob ich alle drei Kerzen draufkriege. Ah, alle drei auf einmal. Ich hoffe... Oh nein, es lebt noch. Verdammte Scheiße. Wow, ganz ruhig. Alles ist gut. Ist es alles nur ein Traum? Oder die Realität? Oh, das war's dann schon. Sehr schön. Na da, hoffe ich, ihr habt Spaß bei unserem kleinen Let's Play gehabt. Von der Dreadout-Demo. Und wenn das Spiel dann irgendwann mal erhältlich ist, denke ich mal, werde ich mir das sicherlich auch holen, weil es schon sehr interessant ist und ganz lustig gestaltet. Ein bisschen am Gameplay muss man vielleicht nacharbeiten, weil ich hätte jetzt nicht gewusst, dass ich alle drei Kerzen fotografieren muss. Irgendwo muss da noch ein Hinweis wahrscheinlich versteckt werden. Aber sonst alles richtig schön, atmosphärisch, gruselig und von der Grafik kann man auch nicht meckern. Also super Spiel, haben sie toll gemacht. Lass hier noch ein bisschen die ganzen Credits durchlaufen, damit man mal sieht, wer da überhaupt alles dran mitgearbeitet hat. Und mal gucken, was wir als nächstes spielen für unser Horror-Let's Play. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.